Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Veranstaltung unserer Webinarreihe Power mit Wasserstoff, heute unter dem Titel Dezentrale Kraftwerke. Mein Name ist Charlie Grüneberg, ich leite die Kommunikation hier bei Zukunft Gas. Mit mir im Energiestudio ist Kurt Müller, Geschäftsführer von EC Power. Wir haben auch noch eine Reihe weiterer Gäste, die ich Ihnen gleich vorstellen will, aber zunächst kurz ein paar Sätze, um was wir uns heute, behandeln wollen. Nachdem wir im letzten Webinar noch im vergangenen Jahr, denn dies heute ist auch unser erstes Webinar im neuen Jahr, also nachdem wir uns im letzten Webinar mit dem aktuellen Stand der Wasserstofftechnologie bei Kraftwerken im großen Maßstab auseinandergesetzt haben, wollen wir heute einen Blick werfen auf Wasserstofftechnologien im dezentralen Einsatz. Und dazu ist neben Kurt Müller bei uns zu Gast außerdem noch Gäste, die wir zugeschaltet haben. Nämlich zum einen Professor Dr. Alexander Sauer, Leiter vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Herr Professor Sauer, hören Sie uns und sehen Sie uns? Ja, wunderbar. Ich höre Sie und sehe Sie. Herzlich willkommen von meiner Seite. Sehr schön, wunderbar. Joachim Vogt, Vertriebsleiter von Sokatherm. Herr Vogt, ich sehe Sie, Sie uns auch? Ja, alles perfekt. Guten Wunderbar. Tag. Und Sebastian Budischin, Vice President Venture Building and Strategies, Solid Oxide Fuel Cells and Hydrogen Technology bei Bosch. Was sich hinter diesem langen Titel verbirgt, wird er uns nachher noch genauer erzählen. Herr Budischin, Sie können uns auch sehen und hören? Ich kann Sie sehen und hören, vielen Dank. Wunderbar. Das Ganze führen wir wieder durch als eine Zoom-Konferenz. Sie wird aufgezeichnet. Wenn Sie im weiteren Verlauf der Veranstaltung Fragen haben, dann nutzen Sie gerne die Chat-Funktion oder auch die Handhebefunktion. Und im Nachgang sind sowohl die Präsentationen als auch die Veranstaltung abrufbar. Jedem seine eigene Stromquelle. So lassen sich dezentrale Energieerzeugung in maximal einfachen Worten, lässt sie sich erklären. Dezentrale Energieerzeugungssysteme werden auf lokaler Ebene betrieben und bieten eine Reihe von Vorteilen. In Deutschland hat diese Art der Stromerzeugung in den letzten Jahren bereits eine zunehmend wichtige Rolle gespielt und wird aber weiterhin an Bedeutung gewinnen, insbesondere mit Blick auf das Thema Versorgungssicherheit. Dabei könnte natürlich auch Wasserstoff im dezentralen Einsatz weitere Möglichkeiten eröffnen. Welche das sind, welche Projekte es da gibt, welche Produkte bereits marktreif sind in diesem Bereich oder geplant werden, das besprechen wir heute mit unseren Experten. Und unser erster Referent heute ist Professor Sauer. Noch einmal herzlich willkommen nach Stuttgart. Er leitet dort das Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung. Es ist eins der größten Institute der Fraunhofer Gesellschaft und legt den Schwerpunkt auf organisatorische und technologische Aufgabenstellungen aus der Produktion. Auch Wasserstoff spielt dabei natürlich eine Rolle, so etwa bei einer Wasserstoffindustrieplattform im Schwarzwald, die Mittelständlern ohne Perspektive an eine Wasserstoffleitungsanbindung die Möglichkeit des Wasserstoffeinsatzes in Kombination mit lokalen erneuerbaren Energien näher bringen soll. Mehr zu diesem spannenden Projekt wird uns aber jetzt Professor Sauer selber erläutern. Herr Sauer. Ja, vielen Dank für die kurze Hinführung schon zum Vortragsthema von mir und vielen Dank für die Einladung. Ich habe begründeten Verdacht, dass meine Folien jetzt sichtbar sind, oder? Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, kurzer Impuls zum Thema Wasserstoff und die Energiewende im Mittelstand. Ich habe es nochmal etwas anders formuliert und dann anschließend die WAVE H2 Industrieforschungsplattform. Warum machen wir das? Das ist natürlich schön, dass ich den ersten Vortrag jetzt hier habe und nochmal ein bisschen ausholen darf in diese Richtung. Was wir auf dieser Folie hier sehen, kommt vielen wahrscheinlich bekannt vor in der einen oder anderen Form. Auf der linken Seite sehen wir die industrielle Energieversorgung nach Energieträgern. Einmal ganz links 2018 und dann nach rechts weiterführen in Richtung 2045. Aus einer der Studien aus den vergangenen Jahren. Und was wir dort sehen, ist eine Verschiebung klar von Kohle und Öl hin und klassischem Erdgas hin zu Strom, erneuerbaren Energien, Biomasse, aber eben auch Wasserstoff. Und das sehen wir hier schon in der Studie vom Jahr 2021 von der DENA. Und wenn wir uns heute fragen, wie sieht das denn heute aus, ist der Anteil vom Wasserstoff vermutlich sogar noch höher. Wir haben jetzt relativ jüngst zum Ende letzten Jahres für Baden-Württemberg eine neue Studie gesehen,
Da ist der Wasserstoffbedarf in der Industrie und auch hier bei den insbesondere nicht energieintensiven Unternehmen bis 2035 laut einer Marktbefragung der Unternehmen extrem stark ansteigend, viel stärker als in allen anderen Sektoren. Also das heißt, die Industrie sieht hier für sich selbst eine große Chance und auch einen stark ansteigenden Bedarf in den nächsten gut 10 Jahren. Durch die Erneuerbaren sehen wir eben auch eine starke Spreizung bei den Strompreisen. Hier am Beispiel der Day-Ahead, des Day-Ahead-Markts von negativen Marktpreisen bis hin zu sehr stark positiven Marktpreisen. Hier das letzte Jahr, was wir hier darstellen, ist das Jahr 2022 mit einem Gesamtspread von ungefähr 1.000 Euro pro Megawattstunde in den Strompreisen. Das war früher deutlich weniger. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie sah es eigentlich 23 aus, weil 22 ja doch ein Extremjahr war, ist es so, dass tatsächlich der Spread insgesamt auch in 23 im Bereich von 1.000 Euro pro Megawattstunde lag. Er hat sich nur etwas nach links verschoben, also die negativen Preise sind negativer geworden, die minimalen Preise sozusagen bis minus 500 Euro pro Megawatt und auf der positiven Seite um die 500 Euro pro Megawattstunde. Also das heißt, der Spread bleibt, was wir auch sehen, die Verteilung wird flacher. Das eröffnet Chancen, um von volatilen Preisen zu profitieren und durch lokale erneuerbare Energien, wie wir es eben auch in der Anmoderation gehört haben, zum einen die eigene Energieversorgung sicherzustellen, sich dann aber auch die Frage zu stellen, was mache ich mit dem Strom, den ich nicht sofort verwenden kann. Und damit komme ich eigentlich zum Unternehmensmodell früher und heute. Früher war das so für viele, gerade im Mittelstand, die Energieträger kamen aus der entsprechenden Leitung und zwar immer dann, wenn ich es gebraucht habe. Mehr Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Zukünftig sieht es anders aus. Das soll einfach nur dieses kurze Bild hier demonstrieren. Das heißt, klar, die Abgase wollen wir möglichst vermeiden. Wir wollen auch Abwärmeabgabe in die Umgebung vermeiden und die Abwärme eben auch geführt in Wärmenetze einbringen. Und anstelle vom Erdgas soll zukünftig Wasserstoff, Biogas oder ähnliche gasgebundene Energieträger durch die Leitung in die Fabrik hineinkommen, wie lang die Leitung auch jetzt immer ist. Heute reden wir ja über kürzere Leitungen. Das heißt, um das zu realisieren, muss das Unternehmen allerdings etwas intelligenter beim Management der Energien, die es verbraucht, werden. Und was das genauer heißt, noch als eine der letzten Einführungsfolien, sehen wir hier an diesem Würfel, den wir entwickelt haben. Da haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht, welche Eigenschaften muss eigentlich ein zukunftsfähiges industrielles Energiesystem haben, um auch morgen noch möglichst kostengünstig und effizient arbeiten zu können. Und da sehen wir hier diese 6 Bausteine dieses Würfels. Also Effizienz, glaube ich, ist selbstredend. Das Thema Flexibilität haben wir eben gesehen. Durch die stärkeren Volatilitäten auf der Preisseite ist also Flexibilität auch ein sehr interessanter und wichtiger Punkt. CO2-Freiheit oder Neutralität, denke ich, ist auch selbstredend. Regionalität ist ein ganz interessanter Aspekt, haben wir eben in der Anmoderation schon gehört. Also die Frage ist, wie kann ich meine Energie regional beschaffen, um möglichst lokal auch Synergien oder regional auch Synergien erschließen zu können. Dabei spielt die Sektorenkopplung eine Rolle. Das heißt Wärme, Strom, Verkehr, aber auch tatsächlich industrielle Prozesse müssen hier zusammengedacht werden. Und das Ganze funktioniert eben nur, wenn ich mein System mit einer gewissen Intelligenz ausstatte, die sicherlich höher ist, als dieses in der Vergangenheit sein musste. Was heißt das für Wasserstoff? Ich will nicht alle einzelnen Punkte nochmal durchgehen, die jetzt hier aufgezählt sind. Aber es ist schon klar, wenn man sich über die Effizienz Gedanken macht und man Wasserstoff einsetzen möchte, muss man die Wasserstoff-Wertschöpfungskette intelligent einbauen ins Energiesystem, dass ich also die Abwärmepotenziale, die bei dem Wasserstoffhandling sozusagen anfallen und frei werden, auch nutzen kann, um möglichst hohe Effizienzen zu generieren. Die Frage ist, wann erzeuge ich oder nutze ich dezentral den Wasserstoff, der mir zur Verfügung steht, ist eine Frage der Flexibilität. Wer sind Partner, die vielleicht den Wasserstoff nutzen könnten? In der Region kann ich Wasserstoff für unterschiedliche Aufgaben nutzen. Da sind wir in der Sektorkopplung drin. Also das heißt zum Beispiel für auch innerbetriebliche Transportaufgaben, zwischenbetriebliche Transportaufgaben in der Region oder aber auch zur Rückverstromung.
all diese Fragen oder auf all diese Fragen zahlt Wasserstoff am Ende des Tages ein. Und es ist sehr interessant, aus unternehmerischer Perspektive sich auch jetzt schon damit zu beschäftigen, da der Wasserstoff aus unserer Sicht eine große Rolle bei der CO2-neutralen Transformation der Industrie spielt. Und zwar nicht nur der Großindustrie und der energieintensiven Industrie, sondern, wie ich das immer ganz gerne sage, auch für den schwäbischen Mittelständler auf der Alp, der weit weg vom Wasserstoffkernnetz ist. Gut, was haben wir daraus abgeleitet? Wir bauen, und da komme ich gleich nochmal auf den Zeitplan zurück, eine sogenannte Industrie-Wasserstoff-Forschungsplattform im Schwarzwald auf. Was hat diese Plattform für einen Zweck? Links sehen wir einfach mal so das Rendering, was wir aktuell dort haben und umsetzen werden. Diese Plattform hat zum einen das Ziel, natürlich sehr industrieorientiert ausgerichtet, Unternehmen unterschiedlichster Art eine Möglichkeit zu bieten, hier ihr aktuelles Energieversorgungssystem oder gesamtes Energiesystem, Verbrauchs- und Nutzungsseite abbilden zu können, simulativ abbilden zu können, um zu schauen, mit welchen energietechnischen Komponenten auf der Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchsseite kann ich denn meine Wertschöpfung in Richtung einer Klimaneutralität weiterentwickeln. Das ist die Systemperspektive bei der gesamten Geschichte. Dann haben wir aber auch noch eine Komponenten- und Anlagenentwicklungsperspektive. Das heißt also, viele Maschinenbauer müssen sich ja auch die Frage stellen, mit welchen Energieträgern versorge ich meine Maschine zukünftig und wie muss meine Maschine ausgestattet sein, um den Kunden auch langfristig eine sichere Energieversorgung beziehungsweise sichere Produktion durch eine stabile Energieversorgung zu ermöglichen. Auch das kann auf dieser Plattform entwickelt werden. Und am Ende des Tages soll es natürlich auch dem dienen, dass es Technik zum Anfassen ist. Das heißt, man kann sich mal das Zusammenspiel von Elektrolyseuren, Brennstoffzellen, Speichern, Wärmepumpen und all diesen Dingen anschauen und sehen, dass es tatsächlich auch funktionierende Technik ist und kriegt auch einen Eindruck von der Dimensionalität der Anlagen, die man dort benötigt. Die Plattform selber ist im 1MW-Maßstab aufgebaut, also das ist durchaus also industrierelevant für den Mittelstand und keine Labor- oder Technikumsanlage. Die ganze Anlage ist mit digitalen Zwillingen ausgestattet, dass eben auch Produkte virtuell eingebunden werden können, die physisch dort gar nicht hin können, weil sie noch zu unreif sind. Aber dort könnte man eben auf Basis dieser virtuellen Zwillinge auch bereits in frühen Stadien neue Komponenten testen. Und das Ganze ist containerbasiert aufgebaut, dass wir also auch immer mit der Zeit gehen können, Komponenten austauschen können, die veraltet sind, neue aufbauen können, um den aktuellen Stand der Technik demonstrieren zu können. Was ist die Historie und die Perspektive dieser gesamten Anlage? Wir haben Mitte 2021 angefangen mit der Planung und Genehmigung, stehen jetzt beim Aufbau und der Inbetriebnahme der Anlage Anfang 2024 und werden Anfang und in den ersten Testbetrieben und Testentwicklungen stecken wir gerade drin von einzelnen Anlagen, Komponenten und des Gesamtsystems. Und wir werden ab 2025 in eine breitere Nutzung dieser Plattform einsteigen. Das heißt, dort werden dann diverse Nutzungspartner, Kooperationspartner auf die Plattform ongeboardet, dass wir eben sehr viele unterschiedliche Tests, Integrationen fahren können und damit den eigentlichen Nutzen, den das übrigens vom BMBF geförderte Projekt stiften soll, für die Industrie dann auch realisieren können. Ich habe jetzt abschließend einfach nochmal zwei Beispiele aus der Pilotphase dieser Anlage jetzt mal mitgebracht, um das nochmal ein bisschen griffiger zu machen. Links sehen wir das, was wir in der Anlagen- und Komponentenentwicklung zum Beispiel auf der Verbrauchsseite machen. Das heißt, hier sehen wir einen sogenannten hybriden Schmelzofen. Das ist ein Schmelzofen, der mit Strom und unterschiedlichen Gasen betrieben werden kann, also von klassischem Erdgas bzw. Methan bis hin zu 100% Wasserstoff. Und die Energieträgermischung, das ist das Ziel, soll also dynamisch geregelt werden können, sowohl um auf Tagespreise, aber als auch auf saisonale Effekte reagieren zu können. Auf der rechten Seite haben wir ein klassisches Beispiel einer Systemoptimierung, die anhand dieser Plattform dann sozusagen greifbar und anfassbar wird. Da ging es eben darum zu schauen, ein
bestehendes bzw. geplantes Fabriksystem in dem Fall energetisch abzubilden und zu schauen, wie kann ich dieses Greenfield- oder Brownfield-Projekt, was ich mir eben anschaue, mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten der Energieerzeugung, Wandlung, Speicherung, aber auch des Verbrauchs möglichst CO2-neutral gestalten, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen auch ökonomischen Aspekte und Randbedingungen, was das ganze Thema Kapitalbedarf, Finanzierung und Total Costs of Ownership angeht. Also letzte abschließende Folie, einfach nochmal hier ein paar Merksätze. Wo kann Wasserstoff einfach auf ein zukünftiges industrielles Energiesystem einzahlen? Ich habe viele von diesen Dingen jetzt beiläufig schon erwähnt in dem kurzen Pitch. Ich kann den Wasserstoff lokal mit Überschussstrom oder auch in Kombination mit PPAs lokal produzieren, lokal nutzen, in der effizientesten Form, die mir dann dort zur Verfügung steht. Ich habe damit einen deutlich vergrößerten Flexibilitätsraum, kann auf volatile Preise besser reagieren, als wenn ich diesen Energieträger beispielsweise nicht zur Verfügung hätte vor Ort. Ich kann damit in die Sektorenkopplung einsteigen und auch über meine eigene Fabrikzaun hinaus zur Dekarbonisierung beitragen und stütze letzten Endes damit auch den Ausbau des gesamten Stromversorgungsnetzes, weil dadurch natürlich auch potenziell ein gewisser Leitungsausbau in den einzelnen Verästelungen ganz am Rand des Energiesystems auch eingespart werden können. Und Voraussetzung dafür ist aber eine intelligente Vernetzung, denn ansonsten verliere ich jede Menge Effizienzpotenziale auf dem Weg vom Elektron über das Wasserstoffmolekül zurück zum energetischen Nutzen, der in der Fabrik gestiftet werden soll. Soweit mein ganz kurzer Pitch zu dem Thema, wie wir auf das Thema Beitrag Wasserstoff für die Energiewende, die dezentrale Energiewende in der Industrie, wie wir darauf schauen. Und ja, ich freue mich auf den weiteren Fortgang der Tagung und bedanke mich an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Sauer. Ich glaube, das war ein ganz spannender Überblick, wie Wasserstoff dezentral genutzt werden kann, wie so ein dezentrales Industriefeld aussehen kann und wie es mit Energie dann auch versorgt wird. Das werden wir jetzt im Folgenden uns ein bisschen genauer anschauen. Und damit begrüße ich unseren zweiten Referenten für heute, Joachim Vogt, Vertriebsleiter von Sokratherm. Das Unternehmen ist ein Hersteller von Blockheizkraftwerken im Leistungsbereich 50 kW bis 1 Megawatt elektrischer Leistung. Das Wissen und die Erfahrung dafür sammelt Sokratherm seit 1977 und mittlerweile laufen die BHKW-Module in vielen westeuropäischen Ländern wie in Italien, Belgien oder der Schweiz, aber auch weit über Europas Grenzen hinaus bis nach Argentinien. Und mittlerweile können auch alle von Sokratherm gebauten Blockheizkraftwerke schon heute ohne technische Anpassungen oder Leistungsreduzierungen mit bis zu 20% Wasserstoffanteil im Brennstoff betrieben werden. Was Sokratherm ansonsten noch beim Thema Wasserstoffnutzung plant und macht und aktuell in der Pipeline hat, das wird uns jetzt Herr Vogt genau erläutern. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Sehr passend die erste Frage im Chat. Welche Änderungen muss an dem BHKW für die Umstellung auf 100% H2 vorgenommen werden? Das werde ich dann in meinem Vortrag auch mit beantworten. Steigen wir mal ein in die Nutzung von grünen Gasen und grünem Wasserstoff, dezentrale Nutzung. Ja, so funktioniert das. Ich habe drei Themen Ihnen heute mitgebracht in dem Zusammenhang. Power mit Wasserstoff, dezentrale Kraftwerke. Einmal würde ich ganz gerne auf den Stellenwert und auch auf die Wirtschaftlichkeit der Kraft-Wärme-Kopplung in der Stromerzeugung im Umfeld der erneuerbaren Energien eingehen, also aktuellen Stellenwert und den in der Zukunft. Dann die Frage unter anderem aus dem Chat beantworten, Gasmotoren und BHKW zum Betrieb mit Wasserstoff, wie sieht das im Detail aus? Und Ihnen dann abschließend noch ein paar Anwendungsbeispiele für dezentrale Blockheizkraftwerke mit auf den Weg geben. Zum Stellenwert der Kraft-Wärme-Kopplung aktuell habe ich Ihnen eine Grafik mitgebracht vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, Fraunhofer ISE, die betreiben ja die Webplattform Energy Charts.
Und da kann man sich sehr viele, sehr anschauliche Grafiken runterladen. Eine der anschaulichsten Grafiken des vergangenen Jahres finde ich die Heatmap, die sogenannte Heatmap über den Anteil. Einmal kann man sich den Anteil erneuerbarer Kraftwerke darstellen lassen an der Stromerzeugung des vergangenen Jahres. Und ich habe eben hier den umgekehrten Weg mal beschritten und den Anteil regelbarer Kraftwerke an der Stromerzeugung von der Plattform heruntergeladen. All das, was rot eingefärbt ist, ist eben eine hohe Auslastung von regelbaren, bisher konventionellen Kraftwerken. Und alles das, was dort blau eingefärbt ist, sind eben schwerpunktmäßig die erneuerbaren Energien dann mit einer entsprechend farblichen Kennzeichnung der Auslastung. Insgesamt ist zu sagen, dass eben im Jahr 2023 erstmals deutlich über 50% des in Deutschland erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien stammten. Und was man eben in dieser Grafik ergänzend schön sieht, ist, dass sich die Residuallast, also der Bedarf, der eben ergänzend dazu aus regelbaren Kraftwerken gedeckt werden muss, dass sich der zunehmend auf die Heizperiode auch fokussiert, ne? Also die rot eingefärbten Bereiche, das sind ja insbesondere die Monate Oktober bis Dezember und dann im Frühjahr noch Januar bis März. Und dann übernehmen schwerpunktmäßig wieder die erneuerbaren Energien eben auch die Stromversorgung. Ja, und das führt an der ersten Stelle natürlich schon sehr deutlich zu dem Schluss, dass KWK-Anlagen und Blockheizkraftwerke insbesondere für die Residuallast auch mit Blick eben auf die Residuallast zum Einsatz kommen sollten, weil die eben diese Last sehr punktgenau und schnell regelbar erzeugen können und aufgrund der Wärmegutschrift auch sehr wirtschaftlich abdecken. Ne? Das ist also auch ein Punkt, auf den der Professor Sauer hier eben eingegangen ist, dass man eben diesen Aufwand treibt, Effizienz möglichst nach oben zu schrauben und in die Sektorenkopplung reinzugehen, um eben auch kostengünstig Energie bereitstellen zu können und nicht nur Strom zu gewinnen, sondern eben auch die anfallende Abwärme zu nutzen. Und dass sich das ja ideal anbietet, wird eben, denke ich, aus dieser Heatmap sehr deutlich, weil eben die Einsatzschwerpunkte für Gaskraftwerke eben zunehmend sich, wie gesagt, auf die Heizperiode ja, fokussieren. Ja, und bei Verwendung von biogenen Gasen oder eben auch grünem Wasserstoff erfolgt dann künftig eben auch die Bereitstellung von Strom und Wärme aus diesen regelbaren Kraftwerken CO2-neutral. Weshalb die Effizienz von den Kraftwerken so wichtig ist, zeigt dann die nächste Grafik, die ich mitgebracht habe, eine Betrachtung der Universität Duisburg-Essen, die eine Grafik erstellt haben im Jahr 2022, die sehr anschaulich darstellt, also die auf den ersten Blick erstmal sehr komplex aussieht, aber die Kernaussage, die lässt sich da wirklich sehr einfach daraus ableiten, wie nämlich der Zusammenhang zwischen Effizienz und Wirtschaftlichkeit von verschiedenen Möglichkeiten der Wasserstoffnutzung im Stromsektor ist. Also hier sind verschiedene Anlagentypen in der Grafik behandelt worden. Einmal eben der Gasmotor in Kraft-Wärme-Kopplung, die Brennstoffzelle in Kraft-Wärme-Kopplung, wo wir ja zum Ende dieser Veranstaltung noch drauf kommen. Und eben auch ungekoppelte Kraftwerke wie Gasturbinenanlagen, Dampfturbinenanlagen, kombinierte Gas- und Dampfturbinenanlagen, die eben der reinen Stromerzeugung dienen. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie liest man diese Grafik? Es sind grüne Linien enthalten, das sind sogenannte CSR-Grenzkurven, also für die Wirtschaftlichkeit, für das Cost-Saving-Ratio. Alles, was unterhalb der grünen Linie ist, ist eben unwirtschaftlich und alles das, was oberhalb der grünen Linie ist, dort ist ein wirtschaftlicher Betrieb möglich und es sind verschiedene grüne Linien, weil eben hier dargestellt ist, wie hoch der Wasserstoffanteil im Gasnetz ist. Na, also der grüne Wasserstoff, der wird auf absehbare Zeit sicherlich ein teurerer Brennstoff bleiben als das heute verfügbare Erdgas. Nichtsdestotrotz wollen und müssen wir eben den Weg der Dekarbonisierung gehen.
Von daher führt da kein Weg dran vorbei, eben die Gasnetze künftig umzustellen und zu ertüchtigen für die Lieferung von grünem Wasserstoff. Und hier ist eben dann als CSR-Grenzkurve die unterste Kurve einmal dargestellt für reines Erdgas und die obere Kurve für reinen Wasserstoff. Und man sieht eben sehr schön, je mehr Wasserstoff ich dem Erdgas beimische, sprich also je teurer der Brennstoff wird, desto wichtiger wird die Effizienz. Und die Kernaussage von der Grafik ist dann am Ende einfach, dass eben Kraft-Wärme-Kopplung, ob nun in Brennstoffzellen oder in Gasmotoren mit einem Gesamtwirkungsgrad von mindestens 80%, einfach die Grundvoraussetzung ist, um den wertvollen grünen Wasserstoff dann künftig wirtschaftlich nutzen zu können. Also der Brennstoffausnutzungsgrad, der ist auf der linken Achse dargestellt. Und ja, letzten Endes vereinfacht gesagt, ist eben alles, was oberhalb von 0,8, also oberhalb von 80% dargestellt ist, auch bei Einsatz von 100% Wasserstoff dann auch wirtschaftlich zu betreiben. Dieser Aspekt, der ist in der nationalen Wasserstoffstrategie des Bundeswirtschaftsministeriums, die im Juli letzten Jahres veröffentlicht wurde, erwähnt und auch sehr intensiv behandelt worden. Die Strategie insgesamt ist ein relativ schlankes Papier mit etwa 30 Seiten. Und auf zwei Seiten dieses Papiers lässt sich die Strategie eben tatsächlich darüber aus, wie Wasserstoff im Stromsektor genutzt werden soll. Und ja, Kraft-Wärme-Kopplung ist ein wichtiger Baustein. Und von daher ja, sind wir sehr gespannt, in welcher Form die Kraft-Wärme-Kopplung dann eben in der Kraftwerksstrategie auch berücksichtigt wird. Ja, dann noch eine dritte und letzte Folie zu dem Themenblock. Einmal den Ausblick erneuerbarer Stromerzeugung und Residuallast 2030. Weil das ist natürlich schon eine zentrale Fragestellung. Wenn ich mich heute darauf einrichte, Residuallast bei 50% Erneuerbaren in regelbaren Kraftwerken abzudecken und eine komplette Kraftwerksstrategie daran auszurichten, wie sieht denn der Bedarf an regelbaren Kraftwerken aus, wenn erneuerbare Energien eben entsprechend weiter ausgebaut werden? Und diese Frage ist in 2018 schon mal behandelt worden in einer Studie, die der Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung beim Fraunhofer IFAM in Auftrag gegeben hat. Und dort ist genau gerechnet worden für einen Anteil von 80% Wind- und Solarstrom im Netz eben eine Prognose für die Residuallast. Es sind zwei Kurven hier wieder enthalten. Einmal der zeitliche Verlauf der Residuallast übers Jahr gesehen und eben die geordnete Dauerlinie im Hintergrund in grün zu sehen. Und aus dieser geordneten Dauerlinie kann man eben schön sehen, dass etwa 20 Gigawatt regelbare Kraftwerke dann immer noch an mindestens 3000 Stunden im Jahr benötigt werden, um die Residuallast abzudecken. Und all das zusammengenommen führt schon absolut zu dem Schluss, dass eben neue wasserstofffähige Gaskraftwerke im Rahmen der Kraftwerksstrategie vorrangig als KWK-Anlagen gebaut werden sollen und in der Nähe von Lastschwerpunkten und Wärmesenken errichtet werden müssen. Und da bin ich dann genau eben wieder bei dem Punkt der Dezentralität. Das funktioniert sicherlich nicht mit dem Gaskraftwerk auf der grünen Wiese, sondern eben nur mit KWK im urbanen Umfeld oder im industriellen Umfeld in der Nähe dessen, wo eben auch Wärme benötigt wird und Stromlastschwerpunkte sind. Zweites Thema, diese Folie können wir relativ schnell, denke ich, überspringen. Da hatte der Herr Gründenberg ja schon in der Anmoderation kurz darauf hingewiesen, alle Gasmotoren, die wir heute liefern, sind mit einem Wasserstoffanteil von bis zu 20% fahrbar. Und je nach Motorentyp sind auch einige Module dabei, die eben mit bis zu 40% Wasserstoffanteil heute schon gefahren werden können. Und wenn ich jetzt auf den künftigen Betrieb mit 100% Wasserstoff blicke, dann sind bestimmte Modifikationen an den Motoren erforderlich. Diese Motoren sind aktuell in der Entwicklung, der erste Motor in der Erprobung bei unserem Motorenpartner MAN seit Mitte letzten Jahres auf dem Prüfstand. Die Finalisierung ja, war für Ende vergangenen Jahres avisiert.
wird jetzt im Januar diesen Jahres dann auch vollzogen werden, sodass also im Laufe diesen Jahres dieser Motor eben für die Feldanwendung auch zur Verfügung steht. Das Schöne an dieser Entwicklung ist, dass als Basis eben ein bewährter Erdgasmotor eingesetzt wurde, den wir schon seit einigen Jahren in einem unserer Kompaktmodule einsetzen für 360 kW etwa elektrischer Leistung. Und die Modifikationen, die an diesem Motor vorgenommen werden müssen für 100% Wasserstoffbetrieb, die sind relativ überschaubar. Ich habe auf der Rückseite der Zylinderköpfe Wasserstoffinjektoren, wo eben der Wasserstoff in den Ansaugtrakt eingeblasen wird. Die Turboaufladung muss modifiziert werden. Ich fahre den Motor mit wesentlich höherem Luftüberschuss, Gemischaufbereitung, Motormanagement etc. Das muss angepasst werden. Aber damit ist es dann auch schon erledigt, vereinfacht gesagt, sodass also in dem bestehenden Erdgas-BHKW dieser modifizierte Motor, in der Mitte sind nochmal in Blau die Unterschiedsteile eben auch farblich gekennzeichnet, entsprechend verbaut werden kann, um dann aus dem Erdgas-BHKW in Wasserstoff-BHKW mit ganz ähnlichen elektrischen und thermischen Wirkungsgraden zu machen. Und wie gesagt, das Schöne ist, dass es sich um einen bestehenden Motor handelt, der dann eben im Rahmen einer Teil- oder Grundüberholung auch umgerüstet werden kann, sodass ich also aus einem Erdgas-BHKW, was im Markt schon in Betrieb ist, auch mit überschaubarem Aufwand einen Wasserstoff-BHKW machen kann, zu dem Zeitpunkt, wo eben der Wasserstoff dann auch verfügbar ist. Ja, dann komme ich zum Abschluss. Ich glaube, ich habe jetzt nicht weiter überzogen. Das sind so die klassischen Anwendungsfälle eigentlich für die Kraft-Wärme-Kopplung, eben im dezentralen Bereich, Krankenhäusern, Seniorenzentren, Industrieanlagen, wo ich eben auch mit Blick auf Wärmeplanungsgesetz und Gebäudeenergiegesetz mit den dort im Wesentlichen verfügbaren Optionen häufig Probleme habe, eben die Temperaturen auch zu realisieren, die dort im Prozesswärmebereich erforderlich sind. Da spielt Kraft-Wärme-Kopplung dann wieder ihre Stärken aus. Hotels und Freizeitanlagen im Wohnungsbau, im Nahwärmebereich, wo wir eben insbesondere in den letzten Jahren sehr flexible KWK-Konzepte auch umgesetzt haben. Man sieht das hier im Hintergrund bei der Einweihung eben große Pufferspeicher, um eben auch den strommarktgeführten Betrieb des BHKWs vom Wärmebedarf entkoppeln zu können. Schulen und Bildungseinrichtungen, Schwimmbäder sind so die klassischen Anwendungsfelder für Blockheizkraftwerke, wo mit Sicherheit in Zukunft auch die Wärmepumpe ihre Stärken ausspielen wird. Aber ich denke auch, die Wärmewende, die kann nur zum Abschluss gebracht werden, wenn ich eben wirklich beide Technologien in Einklang bringe, Kraft-Wärme-Kopplung und Wärmepumpen und eben vom jeweiligen Einsatzfall genau vorher abwäge, wo kann welche Technologie eben sinnvollerweise ihre Stärken ausspielen. Ebenso auch bei den abschließenden Projektbeispielen, Bürogebäude, öffentliche Liegenschaften wie Justizvollzugsanstalten, Kasernen, Feuerwachen etc. Und eben auch heute schon im biogenen Sektor Kläranlagen, Biogasanlagen. Also ein bunter Strauß von Möglichkeiten für den dezentralen Ansatz von Kraft-Wärme-Kopplungen und Blockheizkraftwerken. Ja, damit wäre ich dann am Ende und die Fragen klären wir dann gerne zum Ende der Veranstaltung. Vielen Dank. Genau, vielen Dank, Herr Vogt, für diesen interessanten Einblick. Eine oder zwei Fragen, weil die sich direkt auf die Folie auf Seite 2 bezogen, die würde ich tatsächlich vorziehen, weil das ist, glaube ich, jetzt am sinnvollsten. Die eine Frage war, also die Folie auf Seite 2, das war die mit den vielen Preiskurven. Die eine Frage war, ob sich die Prozentangaben auf Volumenprozent oder, ich muss zugeben, ich weiß nicht, was sich hinter der Abkürzung Prozent FWL verbirgt. Vielleicht wissen Sie es, Herr Vogt, und was war es denn? FWL ist die Feuerungswärmeleistung. Okay. Und auf der Folie waren es Volumenprozent oder FEL-Prozent? Die Beimischprozente hier von dem grünen Wasserstoff sind Volumenprozente. Okay. Und die zweite Frage war, von welchem Preis für Wasserstoff geht man da aus? Genau, deswegen habe ich hier vorher noch mal kurz auf den Schirm geholt. Der Preis, der hier angesetzt worden ist, 9 € pro Kilogramm.
Das ist so ein Preis am unteren, mittleren Ende dessen, was aktuell so an Prognosen kursiert. Da kann vielleicht Herr Professor Sauer auch noch ein bisschen mehr zu sagen, wie realistisch diese Einschätzung ist. Okay, aber dann schiebt man das nachher, denn da werden wir sowieso dann nochmal über das Thema, wo kommt der Wasserstoff her, was wird er kosten und wie kriegen wir das alles auf die Reihe sprechen. Deswegen sage ich jetzt nochmal herzlich willkommen zu unserem dritten Referenten heute, Kurt Müller. Er ist Geschäftsführer bei EC Power. EC Power wurde 1996 in Dänemark gegründet und zeichnet sich seitdem durch Pioniergeist und Innovationskraft aus, was sich auch in zahlreichen Patenten zeigt. Auch dieses Unternehmen ist nicht nur in Europa aktiv, sondern weltweit, so in Nordamerika und Asien. Seit 2008 hat EC Power auch einen Sitz in Berlin, in der Nähe von Aarhus in Dänemark, befindet sich aber neben der Produktion auch vor allem Forschung und Entwicklung von EC Power. Und das Unternehmen ist einer der Marktführer im Leistungsspektrum 3 bis 80 kW elektrischer Leistung, also ein bisschen kleiner als das, was wir eben gesehen haben. Und von Herrn Müller hören wir jetzt, welche Pläne so EC Power in Bezug zu Wasserstoff hat. Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung und guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Für den heutigen Beitrag habe ich im Wesentlichen zwei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist, nach einem kurzen ergänzenden Hinweisen nochmal zu EC Power natürlich, einige Ausführungen zur H2 Readiness. Wir haben ja mit unserem europäischen Lobbyverband EuDIN in Brüssel hier eine Klassifizierung in den letzten Jahren erarbeitet, um einfach auch für Sie, für die Kunden, für die Branchen nochmal etwas Klarheit zu geben, was bedeutet eigentlich H2 Readiness. Und dann im Anschluss möchte ich Ihnen aus unserer Sicht sehr tolles und wirklich schönes Projekt mit Wasserstoff in Hongkong vorstellen. Aber zunächst noch kurz zu EC Power. Wie eben schon ausgeführt, 1996 gegründet. Heute haben wir vier Unternehmen in Deutschland, in den USA, in UK und dann auch in Dänemark. In Dänemark erfolgt auch die Produktion. Und unsere Märkte sind Europa, Nordamerika und Asien. Und was wir anbieten mit unserer Anlagengröße, sind Plug-and-Play-Lösungen für die Gebäude- und Quartiersversorgung. Das nicht nur mit BHKWs. Wir sind immer gestartet als BHKW-Hersteller, aber heute vertreiben wir auch Wärmepumpen. Und was wir unseren Kunden anbieten, ist eine effiziente Vor-Ort-Fernwärme mit erneuerbaren Energien. Und welche Quellen man dann halt wählt, das ist halt eine Entscheidung vom Kunden. Also eine effiziente Vor-Ort-Fernwärme ohne zusätzliche Verteilverluste. Wenn Sie hier nähere Informationen wollen, unten sind die Homepage nochmal eingeblendet. Würde mich sehr freuen, wenn Sie sich dann melden. Doch nun zum eigentlichen Thema, zur H2 Readiness. Wir haben hier vor einigen Jahren gemeinsam mit EuGene so eine Klassifikation erarbeitet, wie H2 Readiness zu verstehen ist. Das haben wir nicht mit EuGene alleine gemacht. Es war auch gemeinsam mit vielen anderen BHKW-Herstellern, mit Motorenherstellern. Und wir sind zum Ergebnis gekommen, man sollte eigentlich zunächst, wenn man von H2 Readiness spricht, sollte man definieren, über welches Level spricht man. Wir haben uns dann auf drei Levels geeinigt in diesem Verband. Level A bedeutet H2 Readiness oder Betrieb mit 100% Wasserstoff. Level B mit einem Betrieb mit bis zu 25% Wasserstoff. Und Level C zu einem Betrieb mit bis zu 10% Wasserstoff. Also hier auch der Hintergrund, dass man als Hersteller den Kunden mitteilt, wenn H2 Readiness vermittelt wird, worauf bezieht sich das? Also der Anteil von Wasserstoff als erstes Kriterium. Das zweite Kriterium ist die technische Anpassung der Motoren, wenn man eine Umrüstung macht von Erdgas auf Wasserstoff. Und dort haben wir uns auch auf drei verschiedene Kategorien geeinigt. Die erste Kategorie sagt, dass es sind praktisch keine oder ganz wenige Änderungen nur erforderlich. Und da die Anwender ja auch wissen wollen, was es kostet, sagen wir bei Kategorie 1, die maximalen Kosten betragen 5% der Turnkey-Kosten. Das ist Kategorie 1. Kategorie 2, auch hier wieder Änderungen und die Kosten dürfen dann bis zu 10% betragen. Und Kategorie 3, auch technische Änderungen und die Kosten dürfen dann bis zu 30% betragen.
Also hier auch mit dem zweiten Kriterium bei der H2 Readiness eine klare Aussage, was kostet dann für den Anwender die Umrüstung von Erdgas auf Wasserstoff? Und Sie werden sich sicher fragen, und mein Vorredner Herr Vogt hat ja auch schon einige Aspekte aufgezählt, was umzubauen ist, wenn man umrüstet von Erdgas auf Wasserstoff. Und das sind im Wesentlichen die folgenden Komponenten eines Blockheizkraftwerkes, was man sich angucken muss und was man anpassen muss auf den Betrieb mit Wasserstoff. Das ist natürlich als erstes immer zu nennen die Sicherheitseinrichtungen. Sie müssen auf den neuen Brennstoff angepasst werden. Dann natürlich die Brennstoffversorgung muss angepasst werden. Sie wissen alle, Wasserstoff oder ein Wasserstoff-Erdgas gemischt hat andere chemische Eigenschaften als ein reiner Erdgasbetrieb. Von daher sind natürlich dann auch Motorenanpassungen vorzunehmen. Dann die Verbrennungswärme ist anders, das Kühlungssystem ist anzupassen oder zu überprüfen und nicht zuletzt auch natürlich das Ölsystem, also die Schmiermittel. Das sind alles so Checklisten, die wir gemeinsam erarbeitet haben, sodass jeder Hersteller sagen kann, wie H2-ready ist seine Anlage und damit auch seinen Kunden und dem Markt mitteilen kann, was ist hier an Geldmitteln in die Hand zu nehmen bei der Umrüstung. Sie sehen hier auf dieser Folie nochmal zusammengefasst die verschiedenen Levels A, B, C, also von 100% bis zu 10% und dann die verschiedenen Änderungen. Und Sie sehen auch in dieser Folie die Einordnung von unseren Anlagen. Unsere Anlage hat beispielsweise beim Level C die Kategorie 1. Das heißt, es sind keine substanziellen Änderungen erforderlich nach dieser Einordnung von Eugen. Und speziell bezogen auf unsere Anlagen bedeutet dies, bei uns sind überhaupt keine Änderungen bis 10% erforderlich. Man kann also hier unsere Anlagen, die heute gekauft werden und anfangs mit Erdgas betrieben werden, sollte es nun zu einer Wasserstoffbeimischung kommen, bis zu einem Volumenprozentanteil von 10% ohne Probleme, ohne Änderung weiter einsetzen. Wird dann später der Wasserstoffanteil erhöht, muss man bei unseren Anlagen lediglich ein Software-Update durchführen. Bis zu einem 25-prozentigen Volumenanteil sind keine mechanischen Änderungen nötig. Es ist lediglich ein Software-Update durchzuführen. Und nun kommt natürlich die spannende Frage, die die ganze Branche interessiert. Was passiert nun, wenn Erdgas, das fossile Erdgas in Leitung ausgewechselt wird zu 100% mit Wasserstoff? Und hier sind natürlich dann auch an dem BHKW Änderungen vorzunehmen. Wir haben inzwischen mit unserem Motorenlieferant ein Proof of Concept erfolgreich durchgeführt. Wir wissen, dass unsere heutigen Erdgas-BHKWs umgerüstet werden können auf den Betrieb mit Wasserstoff. Und wir sind gerade dabei, ein Upgrade-Kit zu gestalten. Und wenn wir dieses Upgrade-Kit dann halt fertig konfiguriert haben, werden wir auch genau wissen, ob wir uns dann im Bereich A2, A3 oder auch eventuell sogar im Bereich A1 befinden werden, also mit möglichst geringen Kosten. Wir werden auch spätestens zur IWA 2024 eine Herstellererklärung publizieren, sodass unsere Kunden und auch der Markt die Gewissheit hat, dass eine Umrüstung von Erdgas auf Wasserstoff möglich ist. Und wir werden dann auch im Jahre 2025 dieses Upgrade-Kit in den Markt einführen. Nun zu einem Projekt in Hongkong, was für uns wirklich auch sehr spannend ist. Und Sie sehen in Hongkong hier nochmal einige Daten zur Erdgasversorgung von Hongkong. In Hongkong wird immer noch das klassische Stadtgas eingesetzt. Und dieses Stadtgas ist ja dadurch gekennzeichnet, dass es einen Wasserstoffanteil hat von 46-52%. Sie sehen hier auf der rechten Seite dieser Folie die chemische Zusammensetzung des vertriebenen Gases in Hongkong. Wie gesagt, Wasserstoff 46-51% oder fast 52%. Der Methananteil liegt zwischen 28-30%. Und dann gibt es noch Kohlenmonoxid und Kohlendioxid und weitere kleine Bestandteile, aber im Wesentlichen Methan und Wasserstoff. Und natürlich für uns als Hersteller die große Herausforderung, der Betrieb unseres Erdgas-BHKWs mit diesen hohen Wasserstoffanteilen.
Und ich kann Ihnen berichten, die Anlagen, das sieht jetzt ein bisschen unspektakulär aus. Sie sehen auf dem linken Bild die Anlage installiert. Es ist also die gleiche Installation, sieht von außen genauso aus wie unsere Erdgasanlage. Kompakt eingebaut vor Ort bei dieser Installation in einem Container. Und es wird dann auch genauso mit einer Gaszuführungsstrecke betrieben, mit Wasserstoff, genauso wie es heute hier beispielsweise in Europa mit fossilem Erdgas erfolgt. Sie sehen dann auch noch in der Mitte noch so eine kleine Impression. Die Kenner von Hongkong werden auch gleich wissen, in welchem Stadtteil von Hongkong sich jetzt diese Installation befindet. Es ist ein Sportpark und die Bevölkerung von Hongkong nutzt es dort dann zur Erlangung der persönlichen Fitness für den täglichen Berufsalltag. Es ist für uns natürlich ein sehr spannendes und sehr tolles Projekt, nicht nur wegen dem hohen Wasserstoffanteil, sondern die Frage, die ja eben auch schon im Chat gestellt wurde, woher kommt das Wasserstoff und haben wir eigentlich Wasserstoff in ausreichenden Mengen bald hier in Europa zur Verfügung? Diese Frage brauchen wir uns natürlich in Hongkong bei diesem Projekt nicht zu stellen. Das Erdgas, das Gas, was dort geliefert wird, hat immer einen fixen, sehr hohen Bestandteil, sodass wir natürlich dann auch aus diesem Projekt sehr viele Erfahrungen ziehen können und auch heute schon wissen, die Anlage läuft gut. Was wir feststellen ist, der Leistungsanteil ist zurzeit noch etwas geringer als mit Erdgas. Es liegt aber auch an den Begleitgasen, dass wir hier im Vergleich zu unserer 20er einen etwas geringeren Output haben, trägt ungefähr 18 bis 19 kW elektrisch anstatt von 20 kW elektrisch. Aber ansonsten haben wir auch eine sehr gleich hohe Effizienz wie beim Erdgasbetrieb. Also hier können wir noch berichten, dass diese Beimischung mit Erdgas, mit diesem hohen Anteil, mit unseren Anlagen problemlos funktioniert. Und wir damit auch den ganzen Planungen, die in Deutschland und Europa stattfinden, Wasserstoff dem Erdgas beizumischen, sehr gelassen entgegensehen. Und dies ist natürlich auch für uns eine gute Basis, weiter zu planen für unser Upgrade-Kit, um dann auch im Markt Anlagen anzubieten mit 100% Wasserstoff. Soweit nun mein kurzer Beitrag für die heutige Veranstaltung. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich dann auch im Nachgang. Hier sehen Sie meine Kontaktdaten gerne zur Verfügung. Aber ich möchte Ihnen erstmal bedanken, möchte mich bei Ihnen erstmal bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Müller. Und damit kommen wir zu unserem vierten Referenten für heute, Sebastian Budishin, Vice President für Venture Building and Strategy Solid Oxide Fuel Cells and Hydrogen Technology bei Bosch. Herzlich willkommen. Auch Bosch arbeitet intensiv daran, die Strom- und Wärmeerzeugung nachhaltig, zuverlässig und unabhängig zu gestalten. Und hier kommt neben Wasserstoff auch die Brennstoffzellentechnologie mit ins Spiel. Wasserstoff natürlich als Speichermedium für erneuerbare Energien und die Brennstoffzelle, um eine dezentrale Strom- und Wärmeversorgung zu ermöglichen und gleichzeitig eine hohe elektrische Leistung zu bieten. Wie das Brennstoffzellenportfolio von Bosch aussieht, welche Pilotprojekte sich aktuell dahinter verstecken, verbinden, das erzählt uns jetzt Herr Budishin. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Sie können meinen Bildschirm sehen? Ja. Perfekt. Ja, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite. Möchte Ihnen kurz einen Überblick geben über das Brennstoffzellenportfolio von Bosch, was wir da machen, auch im Sinne der dezentralen Energieerzeugung und möchte Ihnen aber auch damit ein paar Beispiele geben, Anwendungsfälle, wo wir momentan sehr spannende Pilotprojekte gestartet haben. Möchte nochmal einsteigen. Bosch in Summe, womit beschäftigen wir uns, wenn wir über das Thema der Wasserstoffwirtschaft in Summe sprechen? Letztendlich decken wir Elemente entlang der gesamten Wertschöpfungskette ab, angefangen von der Produktion von Wasserstoff über verschiedenste Elektrolyseurstechnologien, aber auch verschiedene Speichermedien bis hin in der Anwendung. Möchte hier im Schwerpunkt heute eben auf die stationäre Brennstoffzelle eingehen, aber Sie sehen auch im Portfolio eben die mobile Brennstoffzelle sowie dann vor allem im Boiler und im Wasserstoffmotorbereich, wo wir dann auch insbesondere Richtung Mobilität, aber dann auch im Prinzip in der Wärmeanwendung verschiedenste Technologien im Portfolio haben.
Schwerpunkt, wie gesagt, wenn wir uns im Prinzip mal die Wasserstofferzeugung und Wasserstoffverwendungsseite anschauen, haben wir hier im Wesentlichen drei Kerntechnologien, die wir verfolgen. Das ist zum einen auf der Elektrolyse-Seite die PEM-Technologie zur Wasserstofferzeugung, wo wir hier mit einem Stack-Modul in den Markt gehen, in der Größenordnung von 1,25 Megawatt, eben zur Wasserstofferzeugung, PEM-Technologie, insbesondere da, wo wir durch die einen hohen Anteil erneuerbaren Energien, hohe Flexibilität haben und auch benötigen, um entsprechend den Wasserstoff zu produzieren. Auf der Anwendungsseite auch hier im Prinzip die PEM-Technologie, vor allem im mobilen Anwendungsbereich, aufgrund der jeweiligen Vorteile der Technologie und der entsprechenden Parameter. Und für die stationären Anwendungen im Hochtemperaturbereich die Solid-Oxide-Technologie, Feststoff-Brennstoffzelle. Hier werde ich gleich noch im Detail ein Stück weit darauf eingehen. Wir sehen hier Anwendungsbereiche eben angefangen in der Größenordnung 100 kW, skalierbar bis in den Megawatt-Bereich und eben auch hier im Vergleich zur PEM-Technologie ein Stück weit den Vorteil, den wir sehen, gerade jetzt in der dezentralen Erzeugung, dass wir natürlich im Ziel die Anlagen mit einem grünen Wasserstoff betreiben, aber natürlich auch in der Übergangsphase entsprechend mit Biomethan, Erdgasen heute schon einen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten können, aber dazu im Verlauf etwas mehr. Ja, in Summe nochmal dargestellt, auch hier auf der SOFC-Technologie decken wir die komplette Bandbreite ab, haben hier einen großen Vorteil, dass wir verschiedene Kompetenzen aus dem Konzern nutzen können, angefangen in unseren Automotive-Werken Bamberg, Homburg, Feuerbach, wo wir eben sehr stark auf Fertigungs-Know-how aus anderen Systemen, Komponenten heute darauf zugreifen können, die wir eben hier für die Industrialisierung der Solid-Oxide-Technologie zurückgreifen können. Wir haben ebenfalls, gerade wenn es um die Thema Steuergeräte, ECU-Technologie geht, können wir hier auf unser Automotive-Portfolio zurückgreifen und somit entsprechend auch Kosteneffizienzen im System heben und haben dann auf der anderen Seite aus unserem heutigen Thermotechnologiebereich, insbesondere dann aus dem Werk Wernau, wo wir entsprechend über verschiedene Gastechnologie heute schon das System-Know-how haben, wo letztendlich die Endmontage, auch die Zertifizierung der Geräte läuft. Und darüber hinaus, was wir eben in den letzten Jahren massiv getrieben haben, bis hin zum Anwendungsort, wirklich hier dezentrale Brennstoffzellensysteme aufzubauen, mit eigenen Kompetenzen, aber auch stark mit Partnern, um eben hier auch zu demonstrieren, wie die Technologie in verschiedenen echten Anwendungsfällen aussehen kann und wie das entsprechend im Zusammenspiel entsprechend funktioniert. Es wurde auch schon vom Vorredner genannt, also gerade auch hier das Thema Brennstoffzelle im Zusammenspiel mit der Wärmepumpe, ein sehr spannender Anwendungsbereich. Und das sind eben Themen, die wir dann hier demonstrieren in echten Anwendungsfällen. Zum SOFC-System selber. Sie sehen hier links einmal schematisch dargestellt, wie die Brennstoffzelle aussieht, auch im Verbundsystem, eben hier in einem kaskadierten Ansatz mit einer elektrischen Leistung von 100 kW. Wir erzielen dabei einen sehr hohen Effizienzwirkung oder einen elektrischen Wirkungsgrad von 60, teilweise sogar leicht über 60%. Wenn wir die Wärme mit auskoppeln, das sind bei 100 kW elektrisch bis zu 50 kW thermische Leistung, erreichen wir hier eine systemische Gesamteffizienz von über 90%. Das ist natürlich extrem attraktiv in der Gesamteffizienzwirkung. Und Sie sehen rechts dargestellt die verschiedenen Anwendungsfelder, aber auch dazu würde ich Ihnen einfach noch ein paar Beispiele geben. Warum glauben wir, dass die SOFC als Brennstoffzellentechnologie gerade in der dezentralen Stromerzeugung ein wesentlicher Baustein hin zur oder in der Energietransformation ist? Zum einen eben die schon angesprochene extrem hohe Energieeffizienz,
hier auch mal dargestellt mit verschiedenen Alternativtechnologien, also mit 60% elektrisch haben wir da einfach eine sehr hocheffiziente Technologie zur Verfügung. Zudem das Thema effizienzarm, auch das im Zusammenspiel mit der Flexibilität. Das Thema H2 Ready wurde ja auch schon genannt. Wir sind heute in der Lage, wie gesagt, die Geräte mit verschiedensten Brennstoffen zu fahren, angefangen mit einem Erdgas. Sie können heute schon in die Geräte bis zu 20% Wasserstoff beimischen, ohne dass Sie im Prinzip an der Technologie Änderungen vornehmen müssen. Durch kleine Änderungen rund um den Stack können Sie die Geräte dann perspektivisch auch mit 100% Wasserstoff fahren, ohne dass Sie die Gesamtanlage austauschen müssen. Also auch da wirklich im Sinne Fuel Flexibility ein großer Vorteil aus einer Wirtschaftlichkeitssicht unserer Kunden. Weiterer Punkt im Sinne Flexibilität, dass die Geräte so aufgebaut sind, dass sie hier eine flexible Skalierung darstellen können, also in 100 kW-Schritten entsprechend in die Skalierung gehen, so dieser Power-as-you-grow-Ansatz, in dem man im Prinzip flexibel die Module ergänzen kann und entsprechend seine Erzeugungsanlage erweitern, entsprechend dem jeweiligen Bedarf. Das Thema Verlässlichkeit, es geht halt hier eben um das Thema dezentral, also unabhängig entsprechend der Netzinfrastruktur, verlässlich aber auch im Sinne der Ausfallsicherheit. Also auch hier sind die Systeme so gestaltet, dass sie einzelne Module beispielsweise für einen Service entnehmen können. Über die Modulationsfähigkeit der Zelltechnologie haben Sie die Möglichkeit, den quasi Verlust der einzelnen Elemente, die Sie jetzt für den Service beispielsweise entnehmen müssen, zu kompensieren. Also auch da haben wir im Prinzip eine sehr hohe Ausfallsicherheit, weil es einfach sehr unwahrscheinlich ist, dass alle Elemente gleichzeitig ausfallen oder in den Service müssen. Also auch hier im Sinne von resilienten Energiesystemen bietet die Technologie in dem systemischen Ansatz entsprechende Vorteile. Last but not least, das Thema Konnektivität, Sektorenkopplung wurde bereits angesprochen. Ein zweiter Punkt, alle Geräte sind voll digital vernetzt über einen digitalen Zwilling. Das heißt, wir haben hier komplett remote die Möglichkeit, auf die Geräte zuzugreifen, was natürlich diverse Vorteile bietet. Zum einen über die Steuerung der einzelnen Elemente innerhalb des Systems, aber natürlich auch in Richtung Wartung, Predictive Maintenance etc. Wie schon angesprochen, anbei ein paar Beispiele für Anwendungsfälle. Neben, ich sage mal, Industrie, Gebäude, Stadtquartieren sehen wir insbesondere auch die Rechenzentren hier als sehr interessanten Anwendungsfall. Entsprechend haben wir diverse Piloten, die heute im Feld bereits laufen. Vielleicht beispielhaft oben links mit der PASM als Tochter der Deutschen Telekom, wo wir eine Rechenzentreninfrastruktur betreiben in Berlin. Wir haben in der Mitte oben dargestellt das Krankenhaus Erkelenz, wo wir die Technologie heute verproben, auch in Kombination mit LOHC, um auch hier verschiedene Carrier entsprechend zu testen als Input für den Betrieb der Brennstoffzelle. Wir haben natürlich selbst entsprechende Datencenter-Infrastrukturen, die wir ausstatten. In der Mitte dargestellt ein Pilotprojekt hier in Stuttgart zusammen mit der EnBW. Also Sie sehen durchaus verschiedenste Anwendungsfälle, was uns natürlich den großen Vorteil bietet, dass wir die Technologie nicht nur in-house im Labor verproben, sondern eben wirklich auch hier in Echt-Szenarien mit dem Kunden, um einmal hier frühzeitig zum einen natürlich die Technologie zu proben oder zu erhärten, zum anderen aber natürlich auch hier frühzeitig die Mehrwerte in den verschiedenen Anwendungsfällen zu demonstrieren, frühzeitig auch entsprechende Partner mit einzubinden, die es einfach bedarf, um die Technologie dann wirklich in die Fläche und in die Skalierung zu bekommen. Ja, und mit dem kurzen Überblick auch von meiner Seite vielen Dank. Und wenn es Fragen gibt, dann haben wir jetzt, glaube ich, noch Zeit. Ansonsten auch hier meine Kontaktdaten, wo Sie sich gerne jederzeit auch im Nachgang an die Veranstaltung melden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Budischin. Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten für die
interessanten Impulsvorträge. Und jetzt haben Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, gerne im Chat oder mittels der Handhebefunktion. Es sind im Chat auch schon einige Fragen aufgekommen. Einige Fragen wurden auch untereinander schon beantwortet. Was aber noch offen ist, ich teile es mal so ein bisschen auf, ist zum einen die Frage, wo der Wasserstoff herkommen soll, wie er produziert werden soll. Und zum anderen geht es dann noch ein bisschen um so ein Thema, was die Motoren im Einzelnen können. Ich würde bei Ihnen, Herr Müller, anfangen mit einer ganz speziellen Frage. Wo kommt denn der Wasserstoff in Hongkong her? Also, denn das ist ja nicht ganz normal, dass so ein hoher Wasserstoffanteil im Gas ist. Wie kommt er da rein? Ja, es wird in zwei Kraftwerken oder zwei Produktionsstätten produziert. Und die Basis ist Naphtha und ist LNG. Ja. Okay. Ja, und meine, das ist natürlich immer ein heißes Thema. Wo kommt der Wasserstoff dann halt her? Und wie effizient ist denn diese Umstellung? Aber da haben wir jetzt als Hersteller eigentlich die Auffassung, diese Entscheidung, wo es herkommt und wie das alles dann gemacht wird, das wird auf anderer Ebene entschieden. Unsere Aufgabe als Hersteller ist es dann, wenn die Entscheidungen gefallen sind und wenn dann halt die Anwendungsfälle sind, dann müssen wir halt die effiziente Technik zur Verfügung stellen. Und von daher gucken wir uns das also an, was ist dann halt vor Ort und bieten natürlich dafür entsprechend dann die Anlagen an. In dem Fall ist es sicherlich ja auch eine Pilotanlage, wo man mit dem, was man gerade bekommt, mal guckt, was man damit machen kann. Herr Sauer, ich würde die Frage mal an Sie weitergeben. Was sind denn, wenn Sie sich so diese dezentralen Konzepte anschauen, mögliche Quellen, mögliche Produktionsrouten, wie Wasserstoff dann grün oder zumindest emissionsarm zur Verfügung gestellt werden kann? Ja, also wir schauen uns nach Möglichkeit natürlich immer zunächst mal die grüne Variante vom Wasserstoff an. Und in der Regel ist es so, dass mit einer rein dezentralen Erzeugung auf Basis, in der Regel ist es im Moment ja immer noch die Solarenergie, wenige haben irgendwie Wasserkraft direkt um die Ecke, die sie nutzen können, die gibt es aber auch. Aber wenn wir uns das anschauen und jetzt einfach mal von einer PV-Überschussstromnutzung für eine lokale Wasserstoff-Elektrolyse ausgehen, ist das in der Regel immer noch völlig unwirtschaftlich, um es mal salopp zu formulieren. Es wird aber dann interessant, wenn man den eigenen Überschussstrom kombiniert mit Strombezug über PPAs mit unterschiedlichen Erneuerbaren, zum Beispiel Wind-PPAs oder ähnlichen Dingen. Da wird das dann durchaus schon interessant und da kommt man auch in nicht ganz unattraktive Kostenszenarien für den Wasserstoff je nach Unternehmen schon hinein. Also das heißt, es ist so eine lokale Erzeugung, eine kurze Antwort auf Ihre Frage, eine lokale Erzeugung, die mit lokalen Erneuerbaren und zum Teil eben auch über PPA unterstützte Erneuerbare von aus der Region oder auch überregional erzeugt wird. Das sind Szenarien, die wir uns anschauen mit der klassischen Elektrolyse. Wir schauen uns aber auch an, und das war auch eine der Fragen im Chat, die versuche ich beiläufig mit zu beantworten, nach der biologischen Herkunftsmöglichkeit von Wasserstoff. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage war, aber auch hier sind wir unterwegs und es stellt sich ja für viele Biogasanlagen auch die Frage, wie sie sich zukünftig positionieren wollen. Und das ist eine interessante Fragestellung, ob in den Biogasanlagen entsprechende Adaptionen über Membranen oder direkt schon durch die Biologie realisiert werden können, die das CO2 lokal sozusagen schon abfangen, abscheiden aus dem Biogas beziehungsweise mit Bakterien ausgestattet werden, die direkt Wasserstoff erzeugen und gar nicht mehr über die Methanroute sozusagen gehen. Und da beschäftigen wir uns auch mit, solche biogenen Quellen mit in die Wasserstoffversorgung einzubauen. Und am Ende des Tages sind es immer lokale, individuelle oder regional eingebundene Lösungen, die aus unserer Sicht zum effizientesten Betrieb führen. Und je nachdem, was ich für eine Energiequelle um mich herum habe oder vielleicht auch welchen energetischen Abfall ich in meiner Produktion sozusagen generiere, den ich möglicherweise energetisch gut nutzen kann, weil er stofflich nicht mehr sinnvoll verwendet werden kann, habe ich da unterschiedliche Energierouten, die ich dann bespielen muss. Mhm. Herr Vogt, Sie heben die Hand. Ich nehme an, Sie möchten was ergänzen. Ja, man muss am Ende, glaube ich, auch so fair sein, festzuhalten, dass die Produktion von Wasserstoff bei uns im Inland sicherlich an Fahrt aufnehmen wird in den nächsten 10, 15 Jahren.
aber mit Bezug auf den Bedarf, den wir insgesamt in 10, 15 Jahren haben werden, nur eine untergeordnete Rolle spielen wird, ne? Also wir gehen ganz stark davon aus, dass Deutschland ein Energieimportland bleiben wird. Ne, so wie wir in den vorvergangenen Jahren Erdgas aus Russland importiert haben, wird es dann hoffentlich in Zukunft grüner Wasserstoff zum Beispiel aus den MENA-Regionen über Pipelines oder ähnlich sein auch. Ne? Also das wird sicherlich im internationalen Kontext alles stattfinden. Absolut, also will ich zustimmen. Ja. Dann gehe ich weiter mit den Fragen, die aus dem Chat sind, die sich nochmal ein bisschen, zum Teil wurden sie schon im Chat beantwortet, aber ich will es doch nochmal, weil es ja auch was die Motoren angeht, sowohl Herrn Vogt als auch sie angeht. Das eine Thema Startzeit, verändert sich da was beim Betrieb mit Wasserstoff? Und das andere Thema, was wir auch bei unserem letzten Webinar heiß diskutiert haben, als es um Kraftwerke im großen Maßstab ging, das Thema NOx-Emissionen. Ja, also zum Thema Startzeit. Die Startzeit ist also nicht beeinflusst, ob ich nun mit Erdgas fahre, Wasserstoff fahre. Die starten beide sehr, sehr schnell. Und das ist ein viel größerer Einflussfaktor, ist die Maschine warm oder kalt? Also starte ich aus einer betriebswarmen Maschine heraus oder hat sie beispielsweise 10, 15 Stunden gestanden und startet dann? Das ist dann halt einen viel größeren Einfluss. Und hinsichtlich der Emissionen haben wir natürlich eine Absenkung. Und das ist ja auch der Grund, warum wir diese Umstellung dann halt machen. Also Vorteile hinsichtlich, nicht nur hinsichtlich Klimaschutz, sondern auch Vorteile hinsichtlich des Umweltschutzes. Herr Vogt, Sie hatten es im Chat ja für Ihre Motoren schon beantwortet. Wollen Sie noch mal ergänzen, zusammenfassen für die Runde? Naja, das Schöne beim Wasserstoff ist eben, dass es ein kohlenstofffreier Energieträger ist. Ne? Insofern können keine CO2-Emissionen entstehen. NOx-Emissionen eben aufgrund des Stickstoffanteils in der Luft schon, aber auch in deutlich niedrigerem Maßstab, als es beim Erdgasmotor der Fall ist. Und die übrigen problematischen Emissionen, unverbrannte Kohlenwasserstoffe und ähnliches, ne? Methanschlupf als Stichwort, was ja auch immer mal heiß thematisiert wird, das sind eben alles Dinge, die sich bei Einsatz von Wasserstoffmotoren oder eben auch Brennstoffzellen dann erübrigen. Ne? Vielleicht darf ich an der Stelle noch mal selber auch eine Frage stellen an den Herrn Budeschin. Das würde mich nämlich mal interessieren. Was ich immer ganz spannend finde, so als Überlegung, ist, den Elektrolyseur eben reversibel auch zu betreiben. Ich sage mal, die Komponenten, die da drin sind, sind ja doch, wenn nicht identisch, dann sehr, sehr ähnlich. Befassen Sie sich bei Bosch mit dem Thema? Weil ich sage mal, das wäre natürlich eine tolle Win-Win-Situation, weil der Elektrolyseur, der läuft immer zu einem anderen Zeitpunkt als die Rückverstromung, logischerweise. Ne? Sonst würde das Ganze ja keinen Sinn machen. Das heißt, eigentlich könnte man sich einen von den beiden Apparaten auch sparen. Wird daran ernsthaft geforscht oder wo sind die Hemmnisse? Ich glaube, da plaudere ich jetzt gar nicht irgendwelche Geheimnisse auf, wenn ich sage, ja, das machen wir. Also aus der Solid Oxide Technologie ist das möglich, quasi auf der gleichen Zelle sie reversibel laufen zu lassen. Da gibt es einen ersten Piloten, den wir gerade aufbauen. Dazu gab es auch ein kleines Pressestatement, was wir gemeinsam mit Linde Engineering machen, wo wir quasi einen Container für quasi die SOEC, also die Elektrolyse auf Basis der Hochtemperaturtechnologie darstellen. Und es gibt im Prinzip ja, erste Ergebnisse, dass sich letztendlich die Solid Oxide Zelle sowohl als Brennstoffzelle als auch als Elektrolyseur nutzen lässt. Wir kommen langsam zum Ende. Ich will aber noch einmal eine Runde zum Thema Motoren machen und dann habe ich auch noch eine Abschlussfrage, eine kurze. Beim Thema Motoren, auch aus dem Chat, zweigeteilt an alle drei, also Herr Budischin mit der Brennstoffzelle, würde ich Ihre Meinung auch gern zu wissen. Geht es darum, wie man denn, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen problemlos switchen kann zwischen den verschiedenen Wasserstoffanteilen? Also wir sprechen jetzt, heute haben wir von 10, 25, 100% gesprochen, aber gibt es auch fließende Übergänge? Also wie realistisch, wie sinnvoll, wie technisch machbar ist es, dass ein Motor dann zwischen
27, 17, 16, 15, 14 und so weiter arbeitet. Und die zweite Frage in dem Zusammenhang, die Reinheitsanforderungen an den Wasserstoff. Welche Rolle spielt das bei Ihren Technologien jeweils? Herr Budischin, Sie dürfen beginnen. Ja, also zu dem ersten Teil, wir haben uns das sehr intensiv angeguckt. Technisch ist das möglich, dass Sie quasi von 0 bis 100% flexibel beimischen können. Haben uns allerdings für die Industrialisierung dagegen entschieden, einfach aus dem Grund, dass wir ja heute oder letztendlich sicherstellen müssen, was kommt aus dem Netz an. Und wir sehen realistisch nicht eine Beimischung im Netz größer 20%. Einfach daraus abgeleitet intensive Diskussionen, die wir da mit diversen Netzbetreibern hatten, weil die einfach gar nicht sicherstellen können, dass alle Endverbraucher hinten flexibel 0 bis 100% aufnehmen können. Von daher technisch möglich, ökonomisch in der Umsetzung fokussieren wir auf eine Version 0 bis 20% und dann wieder eine 100% Variante. Zu der zweiten Fragestellung, wenn Sie es vielleicht nochmal gerade wiederholen, sorry. Reinheitsanforderungen genau. An den Wasserstoff. Also es ist so, dass wir bei der PEM letztendlich eine sehr hohe Wasserstoffqualität und Reinheit brauchen. Bei der SOFC ist es so, dass wir im Hochtemperaturbereich sind, dass wir innerhalb des Gerätes quasi eine Aufbereitung haben, sodass wir auch mit verschiedenen Qualitätsstufen oder sagen wir, verschiedene Qualitäten aufnehmen können, die dann aber intern quasi nochmal gereinigt werden, bevor sie dann auf der Zelle letztendlich verarbeitet werden. Mhm. Herr Vogt, wie sieht es bei Sokratherm aus? Naja, die Umstellung auf den Betrieb mit Wasserstoff, das ist ja ein Prozess, ne, der eben nicht von heute auf morgen stattfindet, sondern einen fließenden Übergang erfordert einfach auch. Und ich bin mir nicht sicher, wie häufig wir das sehen werden, dass im Erdgasnetz tatsächlich praktisch auch 10 oder 20% Anteil zugefahren werden. Aber das wird sicherlich bei den Gasversorgern auch nicht so sein, dass die heute mit 0 und morgen mit 10 und übermorgen mit 20% fahren, sondern dass stufenweise eben mit Ankündigungen hochgemischt wird. Dem Gasmotor, dem Erdgasmotor, sage ich mal ganz salopp, ist es egal, ne? Der regelt das aus. Na, also auch in einem Bereich von bis zu 20% oder eben bei einzelnen Maschinen auch 30 oder 40% kann theoretisch dieser Anteil innerhalb weniger Sekunden problemlos auch nachgefahren werden von der Regelung. Ich glaube aber nicht, dass das erforderlich ist, sondern es wird vielmehr ja auf einen Prozess hinlaufen. Das haben Sie bei Zukunft Gas ja auch intensiv mit begleitet und auch die Ideen mitentwickelt und zusammengeführt, wie eben das Gasnetz stufenweise umgebaut wird und Abschnitte dann vom Erdgasnetz abgekoppelt und auf Wasserstoff umgestellt werden. Und da müssen wir uns drauf einrichten. Ne? Heute 100% Erdgas und morgen 100% Wasserstoff. Ne? Wie gesagt, wie das mit einem und demselben Motor mit moderaten Anpassungen erfolgen kann, das hatte ich ja skizziert. Und die Reinheitsanforderungen, das ist eben das Schöne bei dem dann umgebauten Wasserstoffmotor. Also wenn man sich jetzt auf die Regularien zurückfallen lässt, dann gibt es eben das Arbeitsblatt G260 von der DVGW, was ja in der neuesten Ausführung auch Wasserstoff beinhaltet. Wo wir eben sagen können, wir benötigen nur die niedrigste Qualitätsstufe Wasserstoff. Aber ich meine, letzten Endes kann dann genauso wie bei einem Erdgasmotor 10-20% Wasserstoff beigemischt werden können, bei einem Wasserstoffmotor auch 10 oder 20% Erdgasanteil dabei sein. Damit wird der Motor sich immer noch problemlos betreiben lassen. Ich bezweifle nur, dass es dafür tatsächlich in der Praxis Anwendungsfälle gibt. Mhm. Ja, ich kann mich den Ausführungen nur anschließen. Technisch ist vieles möglich, aber macht das nachher noch wirtschaftlich Sinn? Das ist halt die große Frage. Und was wir natürlich als Herausforderung haben, es soll natürlich dann, die Kraft-Wärme-Kopplung soll bezahlbar bleiben. Und von daher ist eigentlich auch Sinn und Zweck von dieser Eingruppierung dann halt gewesen, dass man dann Motoren oder BAKWs dem Markt zur Verfügung stellt, die auch wirklich in einem gewissen Band dann gefahren werden, damit dann der Einsatz der Technologie auch bezahlbar bleibt. Und innerhalb dieses Bandes kann man natürlich dann halt entsprechend, was ja auch meine Vorredner schon gesagt haben, kann man natürlich entsprechende Schwankungen dann halt ausgleichen, das ist dann kein Problem. Dann komme ich zu unserer Abschlussfragerunde. Ich beginne, damit Sie sich gedanklich schon mal vorbereiten können, bei Ihnen, Herr Professor Sauer.
Nämlich die ist auch wieder zweigeteilt. Das eine ist, diese Reihe machen wir ja, weil wir alle auf die Kraftwerksstrategie des Bundeswirtschaftsministeriums warten und sie leider auf sich warten lässt. Was erwarten Sie mit Blick eben auf diese dezentralen Lösungen von dieser Kraftwerkstrategie oder was erhoffen Sie sich davon? Und die zweite Frage auch nochmal aus dem Chat. Wie sehen Sie so die Preisentwicklung von Wasserstoff auf der einen Seite und Erdgas auf der anderen Seite? Also was ist da Ihre Erwartung, was sich da in den nächsten Jahren tun wird? Beginnend, wie gesagt, bei Herrn Professor Sauer. Ja, also ich fange mal hinten an mit der zweiten Frage. Bei unseren diversen Untersuchungen und auch Untersuchungen, die wir uns von anderen Instituten so anschauen, ist es ja schon so, dass sich die Preise für den grünen Wasserstoff und für das Erdgas ausgedrückt in Kosten pro Kilowattstunde perspektivisch ja immer weiter annähern aufgrund von steigenden oder angenommenen steigenden CO2-Preisen, gleichzeitig abnehmenden Preisen für die Kilowattstunde Strom und gewissen Economies of Scale bei der Produktion von Wasserstoffsystemen, sodass wir bei in vielen Szenarien so um die 2030 bei einem Kostennachteil bei der Kilowattstunde Wasserstoff vielleicht noch so von 15-20% liegen. Das ist so das, was sich so im Moment ein bisschen abzeichnet bei uns, wenn wir so die unterschiedlichen Erkenntnislagen beobachten. Und ja, bezüglich der Kraftwerkstrategie, ich bin jetzt politisch nicht unbedingt der Experte, der das besonders gut beurteilen kann. Was für die Unternehmen, die bei uns anfragen, eigentlich eine immer größere Rolle spielt, ist, dass die konkrete Ausprägung der Kraftwerkstrategie einen möglichst geringen Impact auf die eigene Strategie haben sollte. Das sind die Fragen, mit denen wir uns meistens beschäftigen. Das heißt also, es geht eigentlich unserer Kundschaft im Wesentlichen darum, Planungssicherheit zu bekommen. Und vielleicht ist das auch der Punkt, den ich mir erhoffe, dass wenn sie denn dann mal geboren ist, dass sie dann auch möglichst lange Bestand hat und gewisse Leitplanken für eine längerfristige Planung gibt. Okay, vielen Dank, Herr Vogt. Sie dürfen fortsetzen. Ja, den wirtschaftlichen Aspekten ist, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen. Preisbildung, Wasserstoff, war ja schon sehr ausführlich. Zur Kraftwerkstrategie würde ich mir wünschen, dass endlich in den Fokus genommen wird, dass es sich bei den Gaskraftwerken, die gebaut werden müssen, eben nicht nur um Peaker handelt, die wenige hundert Stunden im Jahr laufen, sondern dass der überwiegende Teil der Residuallast eben auch in Kraftwerken erzeugt werden wird, auch langfristig, die mehrere tausend Betriebsstunden im Jahr in Betrieb sein werden und die den Aufwand dann lohnenswert machen, das Ganze auch in Kraft-Wärme-Kupplung umzusetzen. Ne? Das ergibt sich aus allen mir aktuell bekannten Studien, die sich mit dem künftigen Energiesystem und steigenden Anteilen erneuerbaren Energien befassen. Ne? Also sowohl die zeitliche Komponente als auch die Auslastung der Kraftwerke sind für mich eindeutige Indizien dafür, dass es absolut geboten ist, das Ganze in Kraft-Wärme-Kupplung zu machen. Und dabei eben nicht nur die großen Kraftwerke ab 10 MW, sondern eben auch die kleine KWK mit im Blick zu behalten, weil jedes dezentrale BHKW auch dabei hilft, Netzausbaukosten zu verhindern, ne? Weil ich eben in der Nähe der Lastschwerpunkte die Energie erzeuge. Das ist das, was ich mir von der Kraftwerkstrategie wünschen würde. Mhm. Ja. Herr Budischin. Ja, jetzt wird es natürlich schwer, Dinge zu ergänzen. Also ich glaube, für das Thema Preis hat es der Herr Sauer wirklich sehr gut ausgedrückt. Das sehen wir ganz genauso, dass wir Anfang der 30er Jahre da eine gewisse Preisparität sehen. Zu dem zweiten Punkt hat der Herr Vogt gerade sehr gut ausgelegt. Wir sehen das sehr, sehr ähnlich. Wir sehen auch jetzt gerade mit Blick auf die SOFC, das nicht als reine Pika-Technologie, gerade im höheren Megawatt-Bereich, sondern wirklich unter einer Dauerlast. Und das macht unter Einbindung in Kombination mit verschiedensten Systemen innerhalb ein ganzheitliches Energiesystem absolut Sinn. Also nicht nur aus einer technisch effizienten Sicht, sondern auch aus einer ökonomischen Sicht. Und der zweite Teil ist, wo wir ja immer uns sehr stark für einsetzen, das Thema Technologieoffenheit, dass wir das einfach auch da in der
Strategie berücksichtigen, natürlich mit dem Fokus 100% grün, aber eben auch die verschiedensten technologischen Lösungen, die es da gibt, um das entsprechend dann abzubilden. Ja. Die Abrundung dürfen jetzt Sie vornehmen. Ja, vielen Dank. Ja, also ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen und ich hoffe für die Kraftwerkstrategie, dass wirklich auch die Effizienz in den Mittelpunkt gestellt wird, weil je effizienter die Kraftwerke dann sind, desto weniger brauchen wir halt an Energien. Das war in der Vergangenheit richtig, das wird in der Zukunft auch richtig sein. Und wenn man hier über Effizienz sprechen, spricht man über Kraft-Wärme-Kopplung, die große wie die kleine Kraft-Wärme-Kopplung, das sollte wirklich der Fokus sein. Und hinsichtlich der Preise, das ist natürlich der Blick in die Glaskugel, wissen wir alle nicht. Aber was mich sehr gefreut hat, die Einschätzung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat ja in der kleinen Anfrage auf die Fragen der CDU-Bundestagsfraktion ja auch eine Prognose gegeben bis Mitte in die 2040er Jahre inklusive CO2-Preis und hat dann auch dargelegt, dass die Preise ja eigentlich ein Niveau haben, was tiefer ist, was wir gesehen haben. Also bis weit in die 2040er Jahre inklusive CO2-Preis attraktive Preise, die natürlich dann eine Kraft-Wärme-Kopplung ermöglichen. Und von daher sehe ich eigentlich diese Diskussion, die jetzt gerade geführt wird mit diesen Angstschrecken, 200 Euro bis 300 Euro, kann ich nicht verstehen, zumal ja auch die EU-Kommission gesagt hat, es gibt gerade im Gebäudebereich und im Verkehrsbereich gibt es ja dann auch den Gap, um diese steigenden Preise zu vermeiden. Von daher wird sich daran der Wasserstoffmarkt messen lassen müssen, an diesen wirklich vernünftigen Erdgaspreisen. Und ich glaube, Wasserstoff wird es auch schaffen. Das wird aber dann nur machbar sein, wenn es wirklich im großen industriellen Maßstab den Wasserstoff erzeugt. Und dann werden wir sicher attraktive Preise auch beim Wasserstoff dann in der Zukunft sehen. Vielen Dank. Vielen Dank an alle unsere Referenten heute. Vielen Dank, Professor Sauer. Vielen Dank, Herr Vogt. Vielen Dank, Herr Budischin. Und vielen Dank, Herr Müller. Ich glaube, wir haben ganz spannende Einblicke heute gesehen, was alles möglich ist mit dezentralen Lösungen im Bereich Wasserstoff und wie es dann auch die komplexe Aufgabe der Energiewende an vielen Stellen bereichern oder zumindest einzelne lokale Probleme, die da in Vielzahl auftreten werden, eben mit auch einzelnen effizienten Lösungen denen begegnen kann. Wir werden beim Thema Wasserstoff natürlich dranbleiben. Ende Januar befassen wir uns in unserer Reihe bei Wasserstoff voll aufdrehen mit Wasserstoff im Rahmen der Luftfahrt. Bis dahin danke ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch für Ihr Interesse. Die Präsentationen, die Folien schicken wir Ihnen im Nachgang und auch das Webinar, wenn Sie nicht ganz von Anfang an oder ganz bis zum Ende dabei sein konnten, können Sie zeitnah auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Noch eine erfolgreiche Restwoche und bleiben Sie gesund.